Bitte, 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 ein Job. Ein Job wird so schön, aber sieht sehr kalt aus. Es ist kalt. Es ist eine Cryo Chamber. Wie schön. Fuck. Da wäre es doch auch mal interessant, ob jetzt die Necromorphs irgendwie auf die Kälte auch ein bisschen reagieren und halt vielleicht langsamer sind. Können wir sie kaputt machen? Nö. Nö, nö. Oder ob es denn einfach mal scheiße ja ist und die dich trotzdem halt einfach hart überrennen. What the fuck? Oh, krass, also wirklich. Es erwischt mich wie beim ersten Mal jetzt hier. Das ist doch scheiße. Dachte, ich kann das hier total cool runterspielen. Nicht! Nicht! I'm crying like a girl. So, haben wir jetzt hier exakt immer die gleichen Butzen hier oder was? Klang nicht so schön jetzt. Fuck. Okay, hier wollte jemand nicht tot bleiben. Schön. Ach, schön. Ganz schau. Ganz, ganz toll. Pack. Mann, ich bin voll, Junge, ey. Das ist doch Käse. Das ist doch Käse, Hümme. So, könnt ihr jetzt mal höchstens noch das machen? Und dann nehmen wir uns das mit. Schnell nachladen. Und wie lange geht das jetzt so weiter? Mit immer den... Oh, leichte Variationsmöglichkeiten. Das ist ja schön. Wenigstens etwas. Ude! Shit. Hier, 600 Böcken. Was? Hau ich die Schallknosse, Brunner! Da! Ich glaub, mein Hamster bohnert! So, und jetzt ist auch wieder der Punkt, wo ich das Stase-Pack, was ich gerade gefunden habe, wieder wegschmeiße. Das ist halt einfach, das ist bescheuert. Nein! Oder? Ja, es hat schon eine gewisse Unterhaltsamkeit, sagt man, sich einfach nur durchzuprügeln. Wird natürlich halt... What? Was haben wir denn da Schönes? Textlog. Schwerkraft offline.
Anlagenarbeitsanweisung 118745. Problem. Kryptosärge bleiben auf den Schienen stecken. Ja, das, wer kennst denn nicht diese Probleme? Reparaturstatus, Schienensystem. Dass die Säge in der Krypta bringt, die Särge in die Krypta bringt, wurde inspiziert. Ein Sarg steckte innen fest. Schwerelosigkeit wurde deaktiviert und der Sarg per TK befreit. Sarg ist beschädigt, da mehrere Versuche notwendig waren. Naja. Schienensystem wurde inspiziert, mehrere Stützstreben hatten sich gelöst und lagen auf den Schienen. Die Kälte in der Krypta ließ die unsauber verschweißten Nähte porös werden. Schienen wurden neu ausgerichtet, Stützstreben werden wieder angeschweißt. Test mit 5 Särgen verlief reibungslos. Arbeit ausgeführt, Ticket geschlossen. Geschätzter Arbeitsaufwand 5 Stunden. Tja, wunderbar. Geht doch. Geht doch mit euch, Jungs. Sieht mir aber noch nicht so. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Data? Verdammt. Ja. Dina, was ist denn los jetzt hier mit dir? Ja, kann gar nichts machen, ne? Schnell wieder aufladen. Nein! Nein! Ist das kacke? Keine Ahnung, ob Sie mich hören können. Sie müssen nach oben gehen. Hören Sie mich? Nach oben! Ja, das haben wir schon gemerkt. Das haben wir schon gemerkt, junge Dame. So, damit haben wir den Halbleiter auch nochmal gekascht. So, okay, was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn noch? Hier vorne liegt noch ein Energieknoten. Den holen wir uns. Hier ist noch ein Energieknoten. Nee, ein Schaf vom Ripper. Ich werde irre. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich bin voll. Ich bin so voll, Freunde. Zwölf. Fuck. Verzeiht. So, okay. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwer zu erraten, was wir jetzt machen müssen. Nope. Okay. Satz mit X. Okay, Schwerkraft wieder online. Sollten wir letztendlich doch gar nicht hier jetzt irgendwie rumwurschteln? Aber Fahrstuhl ist oben. Nope. Okay, also hier kann ich noch nichts machen. Ah, okay, alles klar, was haben wir da? So, damit hatten wir den zweiten Kern arretiert. Und the last Kern.
So, Nummer 1. Und I hope so. Nummer 2. Okay. Was nu? Das hat nicht geklappt, oder was? Ja, nu? Okay, also wir müssen den inneren Kern irgendwie fixieren und dann was tun. Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Okay, gut, das ist auch noch irgendwie nachvollziehbar. Das haben wir. So, okay, wie kommen wir jetzt oben raus? Aha, okay. Oh, das Licht. Ach, Medipack-Mittel. Kinder, nee. So, okay. Da unten werden wir wahrscheinlich nicht noch irgendwie großartig was finden, oder? Nö. Okay. Dann düsen wir mal hoch. Und landen hier. Da drüben ist ein Panel, da gehen wir mal hin. Nein. Austritt Schwerelosigkeit. Isaac. Verdammt. Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Planänderung? Nein. Wenn sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Aufrufsignal. What? What? Ach du... So, Climate controlled. Schön, ist mir wichtig, dass wir da klimatisierte Putze haben. Ja, ich hab ihn die Dopp. So, und jetzt dürfte ich ja quasi... Ah, 50 Schuss. 50 Schuss ist nicht dolle. 50 Schuss ist ja nicht dolle. Ist ja nicht dolle. Jumma. Na ja, okay. Gut. Nachladen. Ein paar Minuten weiter. Immer eine Werkbank, das ist schon mal geil. Allerdings... Das sind jetzt die Sicherungskomponenten, oder was? Nee, kann ich nicht sehen. Bitte? So, da werden wir wahrscheinlich reinklettern. So, Workbenchen.
Der Plasma-Cutter will weiter ausgebaut werden. Nachladezeit. Ich könnte mich bis zum Special verkaufen. Das wäre natürlich auch geil. Machen wir mal. Special One. Ich habe keine Ahnung, was macht das Special? What does the Special? So, Kapazität geben wir uns noch ein hier. Ich denke, das zweite Special wird freigeschaltet, sobald wir hier wirklich alle voll haben. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber wäre auch ganz nice eigentlich, wenn man ein Spiel mal mit so einem Plasma-Cutter durchzockt irgendwie. Mal schauen. Okay, wir müssen durch den kleinen Tunnel wieder kriechen. Was haben wir da nochmal? Ein bisschen Kohle. Dafür sind wir dankbar und sagen... Give me all the money. So, dann rein mit uns. Die Geräusche sind wieder mehr als, oder alles andere als beruhigend. Und ihr seht wirklich kommen, dass uns hier mal irgendwas entgegen kriegt. Ich weiß es zwar jetzt nicht mehr, aber ich könnte es mir wirklich gut vorstellen. Nachdem man ja wirklich eigentlich der Meinung ist, so in einem kann hier nichts passieren. Ja, jetzt hätte ich's ja ahnt. Was, wo, wie? Wer? Ah, schön, Impulsgewehr-Munition. Also das Impulsgewehr ist nicht besonders stark, aber es macht halt wirklich einfach tierisch Spaß, weil es halt so... Kannst halt so rufrotzen, irgendwie. Und das gefällt mir.